Warsteiner Stadtwald im Sauerland, Vergrasung auf dem Niekopf. Der Niekopf ist ein Berg im Sauerland, südlich von Warstein. Von der B55 kann man den großen Kahlschlag dort gut sehen und von Weitem sieht es gar nicht mal so schlimm aus, denn im Sauerland ist man ja doch so einiges gewohnt. Vielleicht liegt es an den vielen rosaroten Weidenröschen im Vordergrund. Vielleicht an den Erlen im Mittelgrund, wo unten im Tal der Wiedeibach fließt. Und ganz oben auf dem Bergkamm ist auch noch ein bisschen Wald. Selbst die grün überwucherten Rückegassen wirken aus der Ferne fast hübsch in dem gelben Gras. Es gibt im Sauerland Kahlhiebe, die schlimmer aussehen. Nur wenn man heranzoomt und sich das etwas genauer anschaut, dann wird es dann doch etwas hässlicher. Es ist ein bisschen zu viel Gras. Und es sind ein bisschen zu wenig Birken. Zu viel Gras und zu wenig Birken. Ich wollte mir die Sache aus der Nähe ansehen und aus der Nähe wurde es dann ganz hässlich. Wenn Sie sich das selber einmal anschauen möchten, dann empfehle ich Ihnen drei Parkplätze. Entweder am Gasthof Stimmstamm oder etwas weiter nördlich am Parkplatz Lörmecke-Turm oder noch ein bisschen weiter, wo der Ringweg die B55 kreuzt. Den Ringweg geht man dann in östlicher Richtung bis zu einer großen Kreuzung. Da geht es rechts zum Lörmecke-Turm. Man biegt aber links ab auf den Nieweg. Und den geht man bis zu diesem kleinen Buchenwald, der da ganz oben auf dem Kamm des Niekopfs ist. Und dort kann man dann links in eine der mehreren Rückegassen abbiegen und auf den Niekopf gehen. Aber Vorsicht vor diesen Rückegassen. Selbst im August waren die Rückegassen voller, zum Teil tiefer Pfützen. Wenn Sie diesen Pfützen nach rechts oder links ausweichen wollen, dann ist das leichter gesagt als getan. Das Gras ist hüfthoch und man sieht nicht so recht, wo man hintritt. Es gibt Brombeeren, an denen man hängen bleibt, es gibt tiefe Löcher im Boden und es gibt noch Äste von der Holzernte. Und über diese Äste, da kann man stolpern. Und überall Kräuter und Gräser. Das ist alles andere als idyllisch. Das kann ich Ihnen sagen. Und wer nicht trittsicher ist, der liegt ganz schnell auf der Nase. Das ist nichts für Sandalen, nichts für Turnschuhe und auch nichts für kurze Hosen oder Röcke. Und zu den zwei Hochsitzen, die man auf den Videos gleich sehen kann, da war schon seit vielen, vielen Wochen kein Jäger mehr gegangen. Es gibt also nirgendwo einen Trampelpfad. Ich wäre gerne mal den Hang hinuntergewandert ins Tal, da wo dieser Bach fließt. Aber auf diesen Hang, da bin ich gar nicht gekommen. Denn man kommt durch dieses Gras nicht durch. Das ist wie so ein Dschungel. Man bräuchte eine Machete. Also die Videos, die sind von den Rückegassen aus gemacht. Und ich war nicht auf dem Hang. Ich war also nur oben auf dem Kamm des Niekopfs. Es gibt hier oben keinen Wildschutzzaun. Auf dem Weg hierhin, da habe ich Wildschutzzäune gesehen. Zäune, die dafür da sind, das Wild draußen zu halten. Also, dass keine Rehe, kein Sickerwild oder keine Rothirsche dahin kommen. Aber hier, da kommen sie hin. Hier gab es keinen Zaun. Und das mit dem Schießen, das scheint hier nicht zu funktionieren. Denn sämtliche Bäume, die hier wachsen wollen, die Pionierbäume, die jeden Kahlschlag eigentlich bewachsen, also Birken, Vogelbeeren, Weiden, Aspen, also all diese Bäume, die hier eigentlich wachsen müssten, die werden vom Wild verbissen. Die wachsen hier nicht, die werden weggebissen, verbissen. Das Einzige, was hier wächst, ist Gras. Gras, Gras, Gras. Jetzt werden einige sagen, ach pappalapapp, das liegt nicht am Wild, das liegt am Boden oder es liegt an der Hitze. Das kann man aber widerlegen, denn auf dem Weg hierhin kam man am Nieweg an einem solchen Wildschutzzaun vorbei.
Der Wildschutzzaun da am Nieweg, der hat denselben Boden, da ist dieselbe Hitze und da wachsen Bäume, und zwar jede Menge. Hier der Wildschutzzaun östlich des Niewegs. Wohlgemerkt, das Gras eben westlich des Niewegs. Und hinter Zaun jede Menge Birken, große Birken und Vogelbeeren, gut erkennbar an den roten Früchten. Alles hinter Zaun geschützt vor dem Wild. So eine Graswüste ist ein Albtraum für Förster. Also nicht nur, dass sich in dem hohen Gras prima Mäuse verstecken können und die Mäuse, die beißen dann neu gepflanzte Bäume kaputt. Allein das Neupflanzen von Bäumen ist ja eine Sisyphusarbeit. Ich meine, das Gras ist ja weiterhin da. Wie wollen Sie da Unkraut jäten? Hektargroße Flächen Unkraut jäten? Wie wollen Sie das Gras denn wegbekommen? Mit Glyphosat? Und das Gras ist ein Konkurrent für Bäume, die man pflanzt. Also das ist ein Albtraum für Förster. Was die Jäger hier machen mit den beiden schönen Hochsitzen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ja ganz hübsch in den Hochsitzen. Vielleicht ist da auch eine Heizung drin, kann man hübsch sitzen und Kaffee trinken. Ich weiß nicht, was die hier machen, ob die hier etwas schießen, ob die überhaupt irgendetwas schießen oder da nur sitzen und die Aussicht genießen. Ich weiß nicht, an wen das verpachtet ist. Das kriegt man nicht raus als Außenstehender. Es sei denn, man hat super Beziehungen bis ganz nach oben in die Stadt zu den Reichen und Mächtigen. Jagd ist und bleibt ein Tabuthema in Deutschland. Und das seit Jahrzehnten. Die Jagdlobby ist sehr, sehr mächtig.